Und weiter geht's. So, mal kurz überlegen, wo ich stehen geblieben bin. Die Kiste da vorne nehmen wir nochmal mit. Versucht auch immer irgendwo drauf zu landen, auch wenn er nicht meine Kiste ist. So, Gold habe ich auch wieder genug. Vielleicht kann ich auch gleich erstmal zu meinem Hafen fahren. Ah ne, was hast du denn? Tag, hatte ich ja noch ein bisschen angenommen. Und ein Kurier rennt hier schon wieder rum. Vielleicht noch ein. Ja. Ja, ich hab dazu gelernt. Ach, hier ist ein Warenhaus. Ich wundere mich gerade, was hier gerade von ihm läuft. Und die Typen da oben gehen mir ja generell immer am meisten auf den Sack. Dreh dich um. Oder komm her. Alarm! Help me, damn it! Kann das jetzt noch raus, oder? Keine Gefangenen. So, zum Warenhaus. Der hat gerade die Leiche gefunden. Das interessiert mich jetzt mal nicht. Weil ich schon völlig woanders bin. Glück habt, nimmt er gleich zwei mit.
Oder mich noch vor einem anderen schützen. Warum habe ich mich gar nicht gesehen? Ist zu weit weg. Okay, easy mode, einfach durchrennen. Holz, Metall, Kleidung, Rum, Sugar, alles super. Bald habe ich so viele Waren, dass ich meinen eigenen Amazon-Shop errichten kann. So, und ich hoffe jetzt, kann natürlich passieren, dass wenn ich aufs Schiff zurückkomme, dass ich das direkt steuern kann und nicht direkt ins Meer geht, weil ich möchte eigentlich nur auf die andere Uferseite. Oder das kleine Boot, was ich gerade gesehen habe, schifft mich einfach auf die andere Seite. Das ist natürlich auch gut. Loser, sei eine Dame und öffne die verdammte Tür! Du verstehst das ganz falsch. Verstehst du mich? Du fährst aus der Haut wegen einer dreisten Falschmeldung. Lug und Trug. Wer ist das? Ein Mörder? Dear God, we've got to get away from here. Now's my first luck. I've got a shot. I can get it from here. Go. Und der Regen kommt, um die Dramatik zu steigern. Und eine alte Frau hilft mir. Also die scheint nicht so ganz beliebt zu sein hier. Ach ja, die Flaggen, die Dinger da freischalten. Und den hole ich mir jetzt auch noch. Oh, hier kann ich gleich mein Schiff upgraden, das ist praktisch. Ja, ich brauche ein neues Kanonensystem. Am besten eins mit automatischer Nachladefunktion. Broadside Cannons. Full Armor. 200 Holz. 100 Eisen. 150 Eisen. Das mal, das kostet immer Geld. Nee, die Armor. Ich wollte das da drunter, die Kanonen. Was können wir noch leisten? Sphere Strength. Müssten die sein, die man immer schräg schießt. Das Storage wäre natürlich auch nicht schlecht. Da! Harpunin. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Hat folgenden Hintergrund, dadurch kann ich mir den Wal vielleicht mal holen. Und durch das Walzeug kann ich mir neue Pistolenhölzer bauen. So, was brauche ich denn dafür eigentlich? Immer Holz und Gold, Gold, Gold. Und Holz. Muss ich mir mal merken. Gewachsen ist es diesmal auf jeden Fall nicht. Well done to my mind. Good day. So, da sind wir wieder pleite.
Karte gucken. Ich möchte ja eigentlich gerne dahin. Durchs feindliche Gebiet. Natürlich mal wieder. Ja, sonst auch zu einfach. Ja, da ist gerade irgendjemand aufs Dach gekürzt. Hey, da ist gerade jemand über das Dach gehüpft. Tja. Ja, schön, dass ihr alle Alarm schlagen wollt, aber ja, macht doch ruhig. Aber ihr seid mal generell meistens eh zu doof, hier hinzukommen. Sehen tut mich auch keiner. Bis auf der da hinten vielleicht. Schlagen alle Alarm, ohne dass... So. Nee, das war schon richtig. Doch. Und synchronisieren. Tja, das ist eine kleine britische Festung, erbaut von Sklaven. Und irgendwer hat mich gerade gesehen, wa? Nee, ich will jetzt eigentlich den auch noch. Und dann bin ich eigentlich happy. Ich nehme mal den offiziellen Brief. Eine gute Idee. Ja, stopp. Ich habe jetzt keine Lust, gegen 7 Leute zu kämpfen. Oh.
Tja, ganz viele tote Wachen. Ein verwirrter Wachmann. Und zack, bin ich entkommen. Ja, eigentlich wollte ich erst synchronisieren. Oh. Und nochmal hoch. Na, zum Glück habe ich den Dreser schon ein bisschen raus. Synchronisieren. Insgeheime wünsche ich mir dann, dass ich auch mal wieder zu dieser Insel hingeschickt wird, dass es sich noch lohnt. Weil jetzt hier zum Beispiel. Da habe ich es nicht synchronisiert. Und da ist jetzt quasi noch ein volles Warenhaus. Zwei Punkte, die ich noch nicht entdeckt habe. Dann teleportiere ich mich jetzt hier hin. Moment. Wir möchten jetzt. Ne, erst dahin. Ich bin in die falsche Richtung gelatscht. Eigentlich müsste man mal irgendwie recherchieren, wie viele Wachen damals auf so einer Kolonie waren. Durchschnittlich natürlich. Ich meine, ist das schon krass übertrieben. Ich meine, da ist irgendwie 40 Mann hier umgebracht. Die sind hier alle noch ganz ruhig, als wäre das das Normalste von der Welt. Fenster hochklappen. Ja, die Steuerung ist nicht immer gut in diesem Spiel. Und der springt wieder automatisch runter. Ey. Das ist so zum Kotzen. So, jetzt eine Taste. Nur am Tippen. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft mir das mit dem Gamepad passieren wäre. Wahrscheinlich wieder richtig ausgerastet. Hab ich ja gedacht, da habe ich mal ein schönes Spiel. Fürs Gamepad ist letztlich mal wieder mit der Tastatur besser bedient. Und Maus natürlich.
Master of the North Field. Mhm. Das macht doch Sinn. Also, die Assassinen schalten ja einen Anführer nach dem anderen aus. Der nächste Busch. Jetzt bin ich schon mal aus dem Sichtradius raus. So, in der Zeit, wo das verschwindet. Hier. Und das Warenhaus natürlich. Wobei, ich habe gerade gesehen, dass noch wieder neue Assassinen. Tausend Gold. Ein höheres Ziel umbringen. Ja, ich sehe auf dem linken Monitor gerade, der nächste Upload ist fertig. So wie das nächste Codieren. Das heißt, ich werde jetzt hier die Mission nochmal annehmen und dann mache ich einen kleinen Break. Ein bisschen was anklicken. Dann geht es auch gleich sofort weiter. Ich bin gespannt, wahrscheinlich wieder irgendein Führer. Wenn ich Glück habe, ist das gleich beim Warenhaus. Jo. Warenhaus, Ziel, passt. Break.